Willkommen zur Einführung in Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video soll es darum gehen, wie man eine Grammatik erstellt. Wir haben in den letzten Videos kennengelernt, was Grammatiken sind und wie man sie nachspielen kann, wie man also für eine gegebene Grammatik ermitteln kann, ob ein Ausdruck zu der von der Grammatik erzeugten Sprache gehört oder auch nicht und wie man das jeweils beweisen kann. Jetzt wollen wir die Aufgabenstellung gewissermaßen umkehren und für ein gegebenes Problem eine Grammatik entwickeln. Das Problem, das ich hier als Beispiel benutzen möchte, ist das folgende. Wir wollen eine Grammatik erstellen, die gültige Wegbeschreibungen erzeugt und natürlich nur gültige Wegbeschreibungen. Was verstehen wir unter einer Wegbeschreibung? Nun, eine solche soll jeweils bestehen aus zunächst der Angabe einer Straße, der wir folgen sollen, zum Beispiel die B7, dann dem Wort nach und anschließend dem Namen eines Ortes, den wir als nächstes erreichen, also beispielsweise Entenhausen, und dann der Entfernung bis zu diesem Ort. Zwischen den einzelnen Bestandteilen sollen eigentlich immer Leerzeichen stehen, aber das werden wir gleich ein klein wenig anders machen, mehr dazu gleich. Jede dieser Streckenangaben soll mit einem Semikolon abgeschlossen werden. Natürlich besteht unsere Wegbeschreibung in der Regel aus mehreren Streckenangaben hintereinander. Die gesamte Wegbeschreibung ist also aus mehreren einzelnen Streckenbeschreibungen zusammengesetzt, die jeweils den Weg bis zur nächsten Kreuzung angeben. In diesem Beispiel sollen wir zunächst der B7 nach Entenhausen folgen, dann der A42 nach Metropolis, der L57 nach Bre und schließlich der B571 nach Troja. Dann sind wir am Ziel angekommen und dieses Wort soll immer den Abschluss unserer Wegbeschreibung bilden. Ich habe die Anforderungen auch für die Einzelteile noch genauer spezifiziert. Ein Straßenname soll immer aus einem einzelnen Buchstaben gefolgt von einer Zahl bestehen, wobei diese Zahl 1 bis 3 Ziffern haben soll. Mindestens also eine wie bei der B7, maximal 3 wie bei der B571, aber niemals mehr. Und sie soll vor allem auch nicht mit einer führenden Null beginnen. Wir haben keine B007 oder sowas, also keine Straße für Geheimagenten, sondern einfach eine B7. Das Wort nach soll exakt so da stehen, dann soll der Ortsname kommen, der bei uns nur aus Kleinbuchstaben bestehen soll. Das habe ich uns hier aus Bequemlichkeitsgründen gegönnt. Es hilft uns auch gleich, wenn wir die Regeln aufschreiben, dass wir diese terminalen Zeichen dann leicht von den nicht-terminalen unterscheiden können, denn letztere werde ich dann immer in Großbuchstaben schreiben. Da die Grammatik nicht ganz einfach sein wird, müssen wir die Dinge nicht unübersichtlicher machen als nötig. Man könnte das Ganze natürlich auch mit richtigen Wörtern, also mit Groß- und Kleinbuchstaben machen. Es wird dann alles nochmal ein kleines bisschen unübersichtlicher. Die Entfernungsangabe soll immer in Kilometern erfolgen, abgekürzt als km, und immer aus 1 bis 3 Zeichen bestehen, also auch wieder 15 Kilometer, 5 Kilometer oder auch 350 Kilometern, auch da wieder nicht 007 Kilometer, sprich wieder keine führenden Nullen. Wenn wir nun eine solche Grammatik aufstellen wollen, bedeutet das, dass wir die Produktionsregeln angeben müssen, die unsere Grammatik verwendet. Wir müssen außerdem die terminalen Zeichen und die nicht-terminalen Zeichen angeben, sowie das Startzeichen. Ich hatte eben schon angedeutet, dass die Verwendung von Leerzeichen immer ein bisschen problematisch ist, da diese immer so schlecht zu erkennen sind, wenn man sie irgendwo hinschreibt. Man kann das umgehen, indem man diese und andere problematische Zeichen in Anführungszeichen setzt. Das ist auch der formal korrekte Weg, wie man das normalerweise machen würde. Und wir werden gleich auch noch sehen, an welchen Stellen das sinnvoll ist, um sicherzustellen, dass die Grammatik sich eindeutig interpretieren lässt. Ich möchte diese zusätzlichen Komplikationen aber auf ein Minimum reduzieren. Deshalb verändern wir unsere Wegbeschreibung ein kleines bisschen und schreiben anstelle der Leerzeichen immer Unterstriche. Das sieht dann ein bisschen komisch aus, aber ich denke, es ist klar, dass es vom Prinzip her nichts an der Sache verändert, ob wir da jetzt Unterstriche stehen haben oder Leerzeichen. Wie gehen wir jetzt vor, wenn wir eine Grammatik für eine solche gegebene Aufgabenstellung entwerfen wollen? Nun, wir müssen uns als allererstes einmal überlegen, was denn eigentlich die terminalen Zeichen sind, die in unseren Ausdrücken vorkommen können. Woraus besteht eine Wegbeschreibung laut dieser Aufgabenstellung? Sie besteht natürlich aus Buchstaben, dem Ortsnamen Entenhausen zum Beispiel. Sie besteht aus Zahlen wie 571, 7 oder 42, die ihrerseits wiederum aus einzelnen Ziffern bestehen. Sie besteht aus Unterstrichen und natürlich haben wir noch das Semikolon als Zeichen für den Abschluss einer Streckenangabe. Dann können wir uns als nächstes überlegen, welche Struktur diese Ausdrücke haben. Können wir irgendetwas über die Ausdrücke sagen? Dafür müssen wir noch einmal in die Aufgabenstellung zurückschauen und sehen dort, dass eine Wegbeschreibung eine Folge von Streckenangaben ist, an deren Ende das Wort Ziel steht. Davor stehen Streckenangaben und das können beliebig viele sein. In dem Beispiel auf der letzten Folie waren das 4. Es könnten aber auch 7 oder 10 oder 500 sein, also im Prinzip beliebig viele Streckenangaben. Jede Streckenangabe, so hieß es in der Aufgabenbeschreibung, hat selber wieder eine gewisse Struktur, eine Binnenstruktur gewissermaßen. Sie besteht nämlich immer aus einer Straßenbezeichnung, dann einem Ortsnamen und schließlich einer Entfernung und einem Semikolon. Diese einzelnen Bestandteile, außer dem Semikolon, sind jeweils durch einen Unterstrich voneinander getrennt. Das Wort nach und das Semikolon sind sozusagen statisch, sie stehen jeder Streckenangabe exakt so, ohne jegliche Variation.
Die interessanten Teile sind nun natürlich diejenigen, die sich von Streckenangabe zu Streckenangabe unterscheiden, also die Straßenbezeichnung, der Ort und die Entfernung. Auch bei denen können wir jetzt wieder überlegen, was die für eine Binnenstruktur besitzen. Woraus besteht eine Straßenbezeichnung? Schauen wir wieder in die Aufgabenstellung aus einem Buchstaben und bis zu drei Ziffern, mindestens einer, maximal drei Ziffern. Woraus besteht der Ort? Aus dem Wort nach und danach einer beliebig langen Buchstabenfolge, zum Beispiel Bre oder Entenhausen. Und die Entfernung? Sie besteht selber wieder aus maximal drei Ziffern, wenigstens eine, maximal drei und danach der Buchstabenfolge km für Kilometer. Als nächstes muss man sich fragen, ob alle diese Teilausdrücke verpflichtend sind, also ausnahmslos in jedem Ausdruck vorkommen. In diesem Fall ist das so, aber ihr werdet in den Übungen noch Beispiele kennenlernen, in denen optionale Ausdrücke vorkommen. Da werdet ihr auch lernen, wie man damit umgeht, wie man es erreichen kann, dass ein Teilausdruck nicht unbedingt in jedem von der Grammatik erzeugten Ausdruck vorkommen muss. Dafür werden wir gleich auch noch eine Technik sehen, von der hier noch nicht unmittelbar zu erkennen ist, warum wir die brauchen, aber wir werden die erforderliche Technik für diese optionalen Ausdrücke gleich schon kennenlernen. Dann stellt sich die Frage, ob es wiederkehrende Elemente gibt. Wir haben hier an zwei Stellen Zahlen, die jeweils ein bis drei Ziffern enthalten sollen, nämlich einmal für die Straßenbezeichnung und einmal für die Kilometerangabe. Dafür müssen wir nicht zwei verschiedene Ableitungskonstrukte bauen, sondern können ein bis dreistellige Zahlen gewissermaßen als ein generisches Konstrukt verwenden. Wir müssen die geeigneten Regeln aufstellen, aber wir können die gewissermaßen doppelt verwenden, recyceln quasi. Zuletzt sollten wir uns noch fragen, was ein geeignetes Startsymbol ist. Nun, das Ganze soll eine Wegbeschreibung sein, das könnten wir also auch als unser Startsymbol verwenden, aber weil das so lang ist, nenne ich es doch einfach mal Weg. Und damit legen wir dann auch schon mit der Erstellung unserer Grammatik los. Wir beginnen damit, dass wir sagen, was das Startsymbol ist. Jetzt müssen wir uns überlegen, wohin wir das Startsymbol ableiten können. Wir hatten gesagt, dass wir immer eine Streckenangabe haben. Das ist mir etwas zu lang, deshalb kürze ich das zu Strecke ab. Und am Ende haben wir immer das Wort Ziel stehen. Da haben wir schon unsere erste Produktionsregel. Weg kann abgeleitet werden zu Strecke, gefolgt von dem Wort Ziel. Genauer gesagt, den terminalen Zeichen Z, I, E und L. Jetzt stellt sich die Frage, was denn eine Strecke ist. Eine Strecke besteht, so hatten wir auf der letzten Folie überlegt, immer aus einer Straße, gefolgt von einem Unterstrich, den wir anstelle eines Leerzeichens verwenden wollen. Danach muss der Ort kommen, danach muss wieder ein Unterstrich stehen, danach kommt die Entfernung und am Ende kommt ein Semikolon. Und das schreibe ich hier als erste Option auf. Strecke kann abgeleitet werden zu Straße, Unterstrich, Ort, Unterstrich, Entfernung, Semikolon. Hinter dem senkrechten Strich habe ich noch eine zweite Alternative angegeben, wohin wir Strecke auch noch ableiten können. Hier haben wir wieder eine solche Rückbezüglichkeit. Wir können, so steht hier, Strecke nach Strecke, Strecke ableiten. Die Rückbezüglichkeit sieht hier etwas anders aus als in den letzten Videos, aber auch hier haben wir auf der rechten Seite von Doppelpunkt, Doppelpunkt gleich wieder denselben Ausdruck stehen wie links, aber doppelt. Würde er dort nur einmal alleine stehen, also ohne andere Zeichen dabei, würde das nichts bringen, weil wir dann Strecke nur auf sich selber ableiten können. Aber nichts zusätzlich produzieren, nur heiße Luft sozusagen. So aber erzeugen wir einen weiteren Streckenabschnitt. Wenn wir bei der Anwendung dann später Weg nach Strecke Ziel ableiten, dann Strecke einmal nach Strecke Strecke, dann haben wir insgesamt erreicht, dass wir nun Weg nach Strecke Strecke Ziel abgeleitet haben, also einen Weg angeben können, der aus zwei Strecken besteht. Jede Strecke wird dann eine einzelne Streckenbeschreibung sein, wie eben zum Beispiel B7 nach Entenhausen 15 Kilometer. Und damit haben wir den ersten Streckenabschnitt der Wegbeschreibung auf der Folie eben. Weil wir nun schon zwei Strecken haben, könnten wir auch den zweiten Abschnitt nach Metropolis angeben. Damit kämen wir aber noch nicht mehr bis nach Troja. Wir können aber auch noch mehrfach hintereinander diese zweite Alternative anwenden, sodass wir 4 oder auch 7 oder 1000 oder wie viele Streckenangaben auch immer wir brauchen, erzeugen können. Das erreichen wir über diese Rückbezüglichkeit, bei der auf der rechten Seite von dem Doppelpunkt Doppelpunkt gleich das gleiche Symbol wie auf der linken Seite noch einmal mit etwas anderem zusammen auftaucht, in diesem Fall zusammen mit sich selber. Jetzt müssen wir weitere Regeln angeben, wie wir die nicht-terminalen Zeichen, die wir hier jetzt eingeführt haben, weiter ableiten können. Ich gehe der Reihe nach vor. Eine Straße soll aus einem Buchstaben gefolgt von einer Zahl bestehen. Da haben wir es schon. Mehr ist das im Grunde genommen nicht. Naja, ein bisschen mehr müssen wir schon noch erklären. Zunächst nämlich einmal, was denn eigentlich ein Buchstabe sein soll. Das ist aber relativ einfach. Wir wollen nur kleine Buchstaben zulassen. Das sollen die Buchstaben von A bis Z sein. Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass die Intervallpunkte nur verwendet werden können, wenn wir Anfang und Ende des Intervalls angeben. Was ist nun eine Zahl? Wir sollten jetzt nicht 1000 Zahlen hinschreiben, also alle von 0 bis 999, sondern können das viel geschickter machen, ähnlich wie wir das bei der letzten Variante der Kalenderdaten gesehen haben, wo wir die Tage und Monate auf zwei Ziffern, die Jahreszahlen auf vier Ziffern begrenzt hatten. Eine Zahl besteht hier, also zunächst einmal für die Angabe der Straße, aus drei Ziffern. So stand es in der Aufgabenbeschreibung.
Das erreichen wir, indem wir eine Regel formulieren, die besagt, dass Zahl abgeleitet werden kann zu drei Ziffern. Aber wie ihr seht, ist die erste Ziffer eine with a twist. Dort steht nämlich Ziffer und dahinter zweimal Ziffer 0. Warum das? In der Aufgabenstellung hieß es, dass es keine führenden Nullen geben darf. Also werden wir gleich dafür sorgen, dass Ziffer eben gerade keine Null erzeugt, Ziffer 0 hingegen schon, hence the name. Dann gießen wir das doch einmal in Regeln. Ziffer kann abgeleitet werden zu einer der Ziffern von 1 bis 9. Und Ziffer 0 kann abgeleitet werden zu einer 0 oder einer der anderen Ziffern. Hier hätte ich auch 0 bis 9 als Alternativen angeben können. Das ist Geschmackssache. Damit ist garantiert, dass die erste Ziffer nie eine 0 sein kann. Wir also so etwas wie B007 nicht erzeugen können, B7 aber sehr wohl. Aber warum können wir Letzteres? Da steht ja zunächst einmal, dass unsere Zahlen immer genau drei Ziffern besitzen müssen. Die erste ist eine zwischen 1 und 9, die zweite und dritte jeweils eine zwischen 0 und 9. Aber da steht nicht, dass die zweite und dritte Ziffer wegfallen können. Hier kommt jetzt das Epsilon ins Spiel, von dem ich gesagt habe, dass wir uns darum später kümmern. Jetzt ist später. Und hier sehen wir, was wir mit diesem Verpuffungszeichen erreichen können. Ziffer 0 kann eben nicht nur zu 0 oder Ziffer abgeleitet werden, sondern eben auch zu Epsilon. Und wenn wir das bei der Anwendung dann später tun, löst sich diese Ziffer in Luft auf. Wenn wir die Zahl 7 haben wollen, würden wir Zahl nach Ziffer, Ziffer 0, Ziffer 0 ableiten. Da haben wir keine Alternativen. Dann Ziffer nach 7 und die beiden Ziffer 0 jeweils nach Epsilon. Diese beiden sind dann einfach verschwunden und übrig bleibt B7. Mit diesen drei Regeln können wir also jede beliebige Zahl produzieren, die 1, 2 oder 3 Stellen hat. Wir werden nachher noch ein Beispiel durchspielen, wo wir diese Grammatik anwenden und schauen, ob wir auch wirklich solche Ausdrücke erzeugen können, wie das in der Aufgabenstellung gefordert ist. Dann können wir uns als nächstes dem OR zuwenden. Dieser besteht immer aus dem Wort nach, also den terminalen Zeichen NAC und H, und dann einem Unterstrich und etwas, das ich Wort genannt habe. Der Name ist vielleicht nicht der beste, aber im Grunde halt Schall und Rauch. Ein Wort soll dann ja so etwas wie Entenhausen oder Metropolis sein. Ein Wort könnte ein einzelner Buchstabe sein, wie die Stadt in Ostfriesland, M. Aber meist bestehen Ortsnamen aus mehreren Buchstaben, und zwar potenziell beliebig vielen. Letztes erreichen wir wieder mit dieser Rückbezüglichkeit. Wort kann auch abgeleitet werden zu Wort, Wort. Jede konkrete Produktion wird immer nur ein endlich langes Wort produzieren, aber wir werden jeden Ortsnamen, den man uns vorgibt, erzeugen können. Irgendwann im Laufe der Produktion werden wir dann jedes nicht-terminale Zeichen Wort nach Buchstabe ableiten und haben dann lauter Buchstaben hintereinander stehen, Buchstabe, 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 so oft, wie wir es brauchen. Dann müssen wir jeden dieser Buchstaben ableiten und wie das geht, haben wir ja schon gesehen, denn dafür haben wir ja bereits eine Regel. Erlaubt sind bei uns alle Buchstaben von A bis Z, Umlaute haben wir nicht zugelassen, sodass wir nicht nach München reisen können. Dieses Problem lässt sich aber einfach lösen, indem wir in der Regel oben die Umlaute ergänzen, aber das sparen wir uns jetzt. Es bleibt noch zu klären, was die Entfernung ist. Sie besteht laut Aufgabenstellung an einer Zahl mit 1 bis 3 Stellen. Dafür haben wir schon die entsprechenden Regeln aufgestellt und können hier also wieder das nicht-terminale Zeichen Zahl verwenden. Darauf folgen sollen dann die beiden terminalen Zeichen K und M. Damit ist unsere Grammatik von den Regeln her fertig. Es bleibt allerdings noch etwas zu tun, denn wir müssen ja noch erklären, was die terminalen Zeichen sind. Und da haben wir sie auch schon. Die Buchstaben von A bis Z, die Ziffern von 0 bis 9, das Semikolon und der Unterstrich. Wie ihr seht, habe ich hier jetzt Anführungszeichen verwendet, weil man das ansonsten so schlecht lesen kann, wenn da ein Komma und ein Semikolon direkt nebeneinander stehen. Das sieht ziemlich verwirrend aus, aber mit ein paar Anführungszeichen kann man das besser lesbar machen. Das bringt dann das nächste Problem mit sich, wenn man nämlich Anführungszeichen als terminale Zeichen hat, da muss man sich dann wieder etwas ausdenken. Bleibt noch zu sagen, was die nicht-terminalen Zeichen sind. Ich hatte schon gesagt, dass wir diese sehr einfach bestimmen können. Wir müssen nämlich nur in unsere Produktionsregeln hineingucken und sehen da auf der linken Seite alle nicht-terminalen Zeichen. Würde da irgendein Zeichen nicht auftauchen, hätten wir eine Grammatik, die unter Umständen nicht zu Ende geführt werden könnte. Denn dann könnte unsere Produktion in eine Sackgasse führen, in der noch nicht-terminale Zeichen stehen, die sich nie zu Terminalen ableiten lassen. Daher muss irgendwann jedes nicht-terminale Zeichen einmal auf der linken Seite einer Produktionsregel aufgetaucht sein. Wir müssen also diese Liste der Regeln im Prinzip nur von oben nach unten durchgehen und haben dann also Weg, Strecke, Straße, Buchstabe, Zahl, Ziffer, Ziffer 0, Ort, Wort, Entfernung. Das sind alle unsere nicht-terminalen Zeichen. Das Startsymbol hatten wir oben schon angegeben, damit ist unsere Grammatik fertig, damit haben wir unser Ziel erreicht. Eins fehlt aber noch. Ich hatte immer gesagt, dass das Startsymbol keine Menge ist, alles andere hingegen sind Mengen. Die terminalen Zeichen sind schon als Menge gekennzeichnet, die nicht-terminalen ebenfalls. Nur für die Produktionsregeln müssen wir das noch machen. Die habe ich hier jetzt noch ergänzt, in geschweifte Klammern eingeschlossen und durchnummeriert. Damit ist unsere Grammatik nun wirklich fertig und wir könnten im Prinzip Feierabend machen.
Aber wie man so schön sagt, the proof of the pudding lies in the eating. Schauen wir mal, ob wir den Ausdruck, den ich anfangs auf der Folie gezeigt habe, auch tatsächlich erzeugen können. Ob also die Grammatik wirklich das tut, was ich verspreche. Oben rechts auf der Folie haben wir noch einmal unseren Ausdruck von vorhin stehen. Aber im Prinzip müsste man beliebige Wegbeschreibungen, die der Struktur aus der Aufgabenstellung genügen, erzeugen können. Wir beginnen also wie üblich mit dem Startsymbol, wenden unsere Produktionsregeln an, die ich hier unten drunter noch einmal aufgeschrieben habe. Und am Ende müsste unser Ausdruck herauskommen. Und das, so viel kann ich schon einmal versprechen, wird jetzt ganz schön mühselig. Zu Beginn können wir natürlich nur die Regel P1 anwenden. Eine andere kommt nicht in Frage, denn nur dort steht Weg auf der linken Seite. Laut Regel P1 können wir Weg nur ersetzen durch Strecke gefolgt von Ziel. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass wir irgendwie vier Streckenangaben erzeugen, da wir erst die Strecke nach Entenhausen haben, dann die nach Metropolis, dann die nach Bre und zu guter Letzt die nach Troja. Wie machen wir das? In der Regel P2 ermöglicht uns die zweite Alternative genau das. Dort steht, dass Strecke abgeleitet werden kann zu Strecke, Strecke. Wenden wir jetzt diese Regel einmal an, haben wir nun eine Strecke mehr, also insgesamt zwei. Wir wenden sie noch einmal an und haben nun drei Strecken dort stehen. Wir wenden sie noch einmal an und schon haben wir vier Strecken dort stehen. Und mehr brauchen wir nicht. Wenn wir mehr Streckenabschnitte hätten, müssten wir die Regel entsprechend häufiger anwenden. Jetzt müssen wir die Streckenangabe, das sind ja die einzigen nicht-terminalen Zeichen, die wir im Augenblick haben, ersetzen. Da kommt nur die Regel P2 mit der ersten Alternative in Frage, nach der Strecke ersetzt wird durch Straße, Unterstrich, Ort, Unterstrich, Entfernung, Semikolon. Und das machen wir jetzt viermal hintereinander. Die Leerzeichen habe ich hier zwischen die einzelnen Teile gemacht, damit man noch erkennen kann, was wir da eigentlich schreiben. Sie sind nicht Bestandteil des Ausdrucks. Jetzt können wir ein beliebiges dieser nicht-terminalen Zeichen austauschen. Ich gehe so vor, dass ich als erstes mit der Straße weitermache. Für Sie können wir die Regel P3 anwenden, die besagt, dass eine Straße ersetzt werden kann durch Buchstabe gefolgt von Zahl. Das machen wir jetzt natürlich für alle unsere Straßen. Viermal die Regel P3 angewandt auf jede Straße sorgt dafür, dass dort nun jeweils Buchstabe Zahl steht. Jetzt können wir mal anfangen, diesen Ausdruck ein wenig zu vereinfachen. Jeder Buchstabe ist einer der Buchstaben von A bis Z, also können wir jetzt den ersten Buchstaben durch B ersetzen, den zweiten durch A, da soll ja später die A42 nach Metropolis führen, die Straße nach Bre muss das L bekommen und die Straße nach Troja wieder das B. Dann ersetzen wir also jetzt unsere Buchstaben passend mit der Regel P4. Jetzt gehen wir die Zahlen an. Da gibt es nur die Regel P5. Und wir ersetzen viermal Zahl durch Ziffer, gefolgt von Ziffer 0, gefolgt von Ziffer 0. Jetzt müssen wir die überflüssigen Vorkommen von Ziffer 0 noch loswerden. In B7, A42, L57 und B571 kommen keine Nullen vor. Das heißt, wir können jede Ziffer 0 jetzt auf Ziffer ableiten. Jede? Nicht ganz. Bei der B7 müssen wir beide Vorkommen von Ziffer 0 mit Hilfe des Epsilon verdampfen. Bei der A42 und bei der L57 jeweils eine. Welche ist egal. Wir wenden jetzt also achtmal die Regel P7 an und haben nun die passende Menge an Zifferzeichen in unserem Ausdruck stehen. Ihr seht, dass das Epsilon hier nirgends auftaucht. Das wird hier nie geschrieben. Jetzt können wir jede dieser Ziffern ableiten nach Regel P6 auf eine der Ziffern zwischen 1 und 9. Die wenden wir also jetzt achtmal an, wieder in unterschiedlichen Alternativen. Damit haben wir die Straßenangaben zumindest schon einmal erledigt. Das ist doch schon mal was. Als nächstes können wir uns jetzt zum Beispiel mal der Entfernung zuwenden. Da können wir Entfernung jeweils ersetzen, so sagt die Regel P10, durch Zahl gefolgt von Kilometer. Das haben wir wieder viermal gemacht. Zahl müssen wir wieder jeweils ersetzen nach der Regel P5 durch Zahl, Ziffer 0, Ziffer 0. Nun können wir wieder das gleiche Spiel wie eben mit den Ziffern machen. Dabei müssen wir wieder überlegen, wie wir die Zahlen 15, 350, 82 und 5 bekommen. Für die erste und die dritte Entfernungsangabe leiten wir eine Ziffer 0 nach Ziffer ab, die andere lassen wir verdampfen. Für die zweite Angabe leiten wir die erste Ziffer 0 nach Ziffer ab, die zweite zu einer 0. Für die letzte Entfernungsangabe lassen wir beide Vorkommen von Ziffer 0 verdampfen. Wir wenden also wieder achtmal die Regel P7 an und haben bei allen unseren Entfernungsangaben die richtige Anzahl von Ziffern hier stehen. Jetzt können wir siebenmal die Regel P6 anwenden und so die einzelnen Ziffern ableiten zu unserem Wunschergebnis. Es bleiben noch die Orte, die wir ableiten müssen. Nach Regel P8 kann Ort nur abgeleitet werden zu den terminalen Zeichen NACH, Unterstrich und dem nicht-terminalen Zeichen Wort. Das machen wir jetzt viermal. Jetzt können wir jedes dieser nicht-terminalen Zeichen Wort ersetzen durch so viele Buchstaben, wie wir letztlich brauchen. Weil das nun wirklich mühselig ist, wird, wenn wir das für diese langen Worte wie Entenhausen oder Metropolis machen wollen, beschränken wir uns einmal auf den dritten Teilausdruck, also die L57 nach Bre.
Wir müssen hier jetzt aus dem Zeichen Wort insgesamt 4 Buchstaben erzeugen. Nach dem gleichen Verfahren, mit dem wir im ersten Schritt die Strecken erzeugt haben, können wir hier durch dreimalige Anwendung der Regel P9 Wort ersetzen durch Wort Wort, dann das eine Wort wieder durch Wort Wort, dann haben wir insgesamt dreimal das Zeichen Wort und eines der Zeichen Wort noch einmal durch Wort Wort. Dann haben wir insgesamt also 4-mal das Zeichen Wort dort stehen. Wie schon gesagt, ist die Bezeichnung Wort wohl nicht die geschickteste gewesen. Aber nun ersetzen wir nach der ersten Alternative von P9 alle Vorkommen von Wort durch Buchstabe, nur in dem dritten Teilausdruck. Für die anderen müsste man analog vorgehen. Das machen wir 4-mal und können nun die einzelnen Buchstaben nach B, R, E und E ableiten, indem wir 4-mal Regel P4 anwenden. Wenn wir uns diesen Teilausdruck einmal angucken, sehen wir, dass der zwar etwas sperrig geschrieben ist, aber wenn man das noch einmal vernünftig aufschreibt, genau der Teilausdruck ist, der dem dritten Streckenabschnitt entspricht. Analog müssten wir das natürlich jetzt für die anderen drei Streckenabschnitte durchführen, aber ich hoffe, ihr glaubt mir, dass das auch geht. Ansonsten könnt ihr es auch einfach selber von hier aus weiter durchspielen, bis zum bitteren Ende, bis also tatsächlich kein einziges nicht-terminales Zeichen mehr vorhanden ist. Damit sind wir dann endlich auch durch. Wir haben jetzt gesehen, wie man eine Grammatik zu einer gegebenen Aufgabenstellung entwerfen kann und wie wir dann, das ist der Teil, den wir im Grunde genommen schon kannten, auch sehen können, ob die Grammatik das tut, was sie tun sollte, indem wir die gerade entworfene Grammatik angewandt und ausprobiert haben. Natürlich muss man aufpassen, dass diese Grammatik keine ungültigen Wegbeschreibungen erzeugt. Sonst könnte man einfach eine Grammatik aufstellen, die beliebige Zeichenfolgen erzeugt. Dann kommt zufälligerweise unter allen beliebigen Ausdrücken auch die Wegbeschreibungen heraus. So ähnlich, wie man nur genügend viele Affen lange genug auf Tastaturen tippen lassen muss, bis irgendwann ein Roman dabei herauskommt. Unsere Grammatiken aber müssen dafür sorgen, dass immer nur genau die richtigen Wegbeschreibungen erzeugt werden können. Insgesamt haben wir in den Videos bis hierher gesehen, wie man zum einen eine Grammatik anwenden kann, also überprüfen kann, ob ein gegebener Ausdruck Teil der von der Grammatik erzeugten Sprache ist oder nicht, und wie man zum anderen zu einer gegebenen Problemstellung eine eigene Grammatik erstellen kann. In einem optionalen Video werde ich noch am Beispiel von CSS zeigen, wie eine realistische Grammatik aussieht. Tatsächlich werden wir uns nur eine Teilgrammatik angucken, also einen Teil von CSS auf diese Art und Weise beschreiben. Das wird uns später wieder begegnen, wenn wir die Syntax von Teilen der Programmiersprache JavaScript mit Hilfe von Grammatiken beschreiben werden. Tschüss, bis zum nächsten Video.